Ja, heidi ho und herzlich willkommen hier bei einem ganz neuen Format auf meinem Kanal. Ja, sonst ist hier immer um 10 Uhr am Sonntagvormittag eine Zootour erschienen. Da muss ich leider sagen, das wird es erstmal nicht geben. Hat einfach einen ganz simplen Grund, und zwar sind die Aufrufzahlen dieser Zootouren mit der Zeit jetzt deutlich nach unten gegangen. Und es hat mir schon Spaß gemacht, eure Zoos zu besuchen, aber wenn sich das niemand anschauen mag, dann würde ich das erstmal pausieren, bis da vielleicht die Nachfrage wieder ein bisschen größer ist. Aber wir bleiben natürlich Planet Zoo treu und haben hier ein ganz neues Format auf die Beine gestellt, und zwar die 30-Minuten-Challenge. Was beinhaltet diese 30-Minuten-Challenge? Diese 30-Minuten-Challenge besagt eigentlich nur, dass ihr mir sagen könnt, was ich innerhalb von 30 Minuten bauen soll. Das soll natürlich eine kleine Herausforderung sein, ganz klar. Ich habe ganz viele Einsendungen bekommen über Discord, über YouTube, über Facebook und so weiter. Ich habe überall auf diesen Kanälen gefragt, was ich dann für euch bauen soll. Es waren einige Sachen dabei, wo ich sagen muss, wirklich schwierig, so von ganzen Zoos und so weiter. Das ist natürlich in 30 Minuten nicht wirklich machbar. Es waren auch ein paar Sachen dabei, die zu simpel waren, sage ich jetzt einfach mal, wo ich gesagt habe, hey, das bekommt jeder in 30 Minuten locker hin. Sowas ist da nicht wirklich spannend. Also ich habe mir ein paar Sachen jetzt rausgepickt. Die erste Einsendung seht ihr auch schon hier unten. Blende ich euch gerne einmal ein. Und zwar soll ich ein Reptilienhaus bauen. Innerhalb von 30 Minuten mit Minimum 6 Vivarientieren. Ja, genau. Das ist unsere erste Challenge hier am heutigen Tage. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht so lange drum herum. Wir gehen mal in die Ansicht hier rein. Ich habe eine ganz jungfräuliche, gemäßigte Zoo-Karte hier gewählt. Und hier würde ich sagen, basteln wir gleich mal los und bauen innerhalb von 30 Minuten ein Reptilienhaus. Ich bin wirklich gespannt. Das ist quasi ja auch die erste Aufnahme für mich in dem Format sozusagen, wo wir jetzt hier wirklich 30 Minuten Zeit haben, um was zu bauen. Damit auch keiner sagt, hast ja geschnitten oder wie auch immer, mache ich das natürlich on camera, und ich mache es hier auch wirklich im Live sozusagen. Also ich schneide hier nichts, ich mache nichts im Speedbild oder sonst irgendwas. Ihr werdet mich jetzt 30 Minuten lang hier in diesem Oval sehen können, wie ich hier was bastel. Und damit auch keiner sagt, ja, jetzt hat er aber doch gar nicht so lange gebraucht oder wie auch immer, gibt es natürlich hier vorne gleich auf, muss ich überlegen, da oben gibt es gleich einen kleinen Timer, der läuft runter 30 Minuten lang. Und ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, hier ein Reptilienhaus zu bauen. Ich bin mega gespannt. Ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht, wie es sein soll. Natürlich so ein kleines bisschen. Wer Micha Bake & Play zum Beispiel verfolgt, der kennt auch seine Serie, das Reptilienhaus. Da hat er ein bisschen länger bisher dran gebaut als 30 Minuten. Aber so in die Richtung, glaube ich, gehen wir am besten mal. Wobei, dann hätten wir sehr viel Beton. Das könnten wir natürlich auch gut ausbauen. Muss mir jetzt gerade mal kurz einen Überblick verschaffen, was wir so an Bauteilen haben. Aber das ist ja natürlich auch alles in den 30 Minuten mit drin. Also würde ich sagen, wir starten los. Und die 30 Minuten laufen ab jetzt, meine lieben Damen und Herren. Okay, als allererstes brauchen wir mal einen Weg. Den Weg. Das ist eigentlich egal, welchen Weg wir nehmen, weil wir den Weg natürlich, wie ihr das von mir kennt, nachher wieder abdecken werden. Wir nehmen mal einen 8 Meter Weg. Wir wollen ja auch ein bisschen... Nee, Quatsch, 6 Meter brauchen wir. 6... Ist das 7 Meter? Ist das so viel Scheiße? Naja, gut. Nehmen wir 7 Meter, soll auch gekauft sein. So, dann, was nehmen wir dann am besten? Ich würde sagen, den Grundriss des Gebäudes machen wir am besten. Ich mache das auch in Beton. Ich glaube, das sieht am besten aus. Das können wir nachher noch schön, ein bisschen abändern. Ich würde sagen, den Grundriss mache ich wirklich in Rasterbauteilen. Normalerweise bin ich da auch nicht so der Mega-Fan von mittlerweile. Aber weil es einfach wesentlich schneller geht, machen wir das einfach mal so. Das machen wir so. Das nehmen wir nochmal hier. Total fertiges Tier. So, X. Das verschieben wir nochmal ein bisschen auf der Achse. Vielleicht machen wir dann doch noch einen kleineren Weg dahin. Das gucken wir aber gleich mal.
Was kriegen wir alles hin? So, wieder in die Gruppe hinein. Betonteile. Wie gesagt, ich mache erstmal den Grundriss, glaube ich, wirklich mit den Rasterbauteilen. Wir werden nachher aber das Dach und das ganze Inlay und sowas werden wir dann nicht mit Rasterbauteilen machen. So, komm mal her, warum liegt der Wärmer hoch? Das soll er nicht. So, wir brauchen natürlich auch Mitarbeitergebäude bzw. Mitarbeitereinrichtungen. Und zwar brauchen wir ja zumindest schon mal, hier machen wir mal die Baupläne aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein Tierhandelszentrum, weil ohne den geht ja nun mal gar nichts. Dann brauchen wir eine Tierpflegerhütte. Wo ist sie? Da ist sie. Was brauchen wir denn noch zwingend? Eigentlich nicht so wirklich viel. Ein Tierarzt vielleicht noch, aber der ist dann ziemlich groß. Es kommt hier, glaube ich, erstmal nicht drauf an, dass wir die ganzen Sachen erfüllen, würde ich jetzt mal behaupten. Korrigiert mich da gerne in den Kommentaren, wenn ihr das anders haben wollt. Aber ich glaube, in erster Linie brauchen wir hier nicht auf puren Realismus gehen. So ist zumindest mein Verständnis dafür. So, so. Und dann mal rüber. Dann schließen wir hier an. Dann haben wir nämlich auch hier gleich die richtige Breite vom Eingangsgebäude. Das ist auch schon mal ganz gut. Was brauchen wir denn noch für Gebäude? Wir haben ein Handelszentrum, um die Tiere reinzuholen. Wir haben eine Hütte. Guck mal, wir haben schon 3 Minuten verbraucht und im Prinzip nichts gebraucht. Eine Werkstatt brauchen wir nicht unbedingt. Tierhandelszentrum haben wir schon. Tierpflegerhütte. Die Arztpraxis brauchen wir, glaube ich, auch. Ne? Da sollten wir vielleicht auch eine von nehmen. Wir reißen hier mal den Weg wieder ab. Einrichtung. Tierarztpraxis. Genau, das können wir hier hinbauen. Meine Idee ist nämlich, dass wir hier vorne erstmal so einen kleinen Eingangsschlauchgebäude, wie auch immer, machen. Wo man dann hineinkommt. Beton haben wir hier schon drinstehen. Dann snappen wir hier nämlich das Ding zu. Das ist völlig egal. Dann machen wir hier nämlich auch zu. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich hier on camera aufnehme. Das machen wir. Wenn, dann machen wir das auch ordentlich. Ja, wenn das einigermaßen vernünftig wird, würde ich sagen, laden wir das Ding auch im Workshop hoch. Dann kann sich jeder das Ding nochmal angucken. Hier haben wir es auch verkackt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wobei hier würde ich es tatsächlich fast so lassen, weil wir sonst nämlich das Fenster da haben. Das wäre auch nicht so schön. Da brauchen wir erstmal Türen. Ohne Tür geht ja auch nichts. Ich habe nämlich auch mal wieder so meine Standardtür, die ich gerne benutze. In der Oberfläche ausrichten. Dann machen wir auch nur eine Tür hin. So. Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen eigentlich, dass ich nicht gerade der schnellste Bauer bin. Deswegen ist so eine 30-Minuten-Challenge für mich eigentlich schon richtig, richtig mies. Weil ich auch eigentlich jemand bin, der zumindest versucht, immer relativ ordentlich zu bauen. So, hier vorne auch nochmal die Tür rüber. So, hier müssen wir natürlich auch nachher noch eine schöne Tür machen. Den Boden werden wir nachher abdecken. Jetzt schön gegenüber davon. Genau. Zack. So, jetzt ist die Frage, wie werden wir das hier weiter ausbauen. Das soll ja nicht ganz gerade werden. Ich weiß aber, dass ich mit Dächern immer ein bisschen Probleme habe. Und wenn ich jetzt ein zu, ja, komisches Dach baue, dann werden wir ganz schnell das Problem haben, dass ich da nachher die Teile für nicht vernünftig hinkriege. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem kleinen Dach hier vorne an. Ne, das lassen wir noch erstmal. Hier haben wir es zu. Pass auf, das machen wir anders. Wir rasieren hier erstmal den Rasen weg. Alles mal weg hier, den ganzen Klon. Ich bin, glaube ich, viel zu langsam, ganz ehrlich. So, pass auf, wir machen das doch noch ein bisschen anders, glaube ich. Wir schnappen uns mal hier die ganze... Oh, warte mal, ich kann auch das doch in der Gruppe drin, wenn wir nicht... Achso, warte mal, die müssen wir rausnehmen, du. Hey. Nicht raus. Drin.
Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammenschlagen. Was habe ich denn hier noch drin, Mensch? Ich will es doch nur einfärben. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das richtig krass, wie man jetzt jede Sekunde irgendwie nutzen will. Ich will das nur umfärben, weil ich glaube, ich habe nämlich gerade noch eine andere Idee. So, da gehen wir nämlich auch so ein bisschen Braunton rein. Vielleicht weiß der ein oder andere schon, in welche Richtung das gehen soll. Weil auf meinem Kanal habt ihr ja auch noch den Dryland Zoo. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir... Es hieß ja Vivarientiere. Ja gut, Reptilienhaus, ne? Aber ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier so einen Glaskasten bauen, so wie ich das quasi bei dem Dryland Zoo auch habe. Da können wir nämlich schön mit den So, dann fangen wir nämlich damit an. Dann gehen wir hier in die Eigenschaften und nehmen erstmal die rasterfreien Elemente rein. Dann nehmen wir nämlich jetzt hier. Okay, das müssen wir auch unbedingt nur verkleiden, so ein bisschen. Hier weiter mit diesen schönen Wänden hier. Die setzen wir nicht ganz so hoch. Die färben wir dann nämlich auch in so... Ja gut, da ist jetzt ein bisschen Schummeln bei sozusagen. Da habe ich nämlich die ganzen Farben schon. Das sieht nicht so schlimm aus. Das sieht besser aus. Die Merkel-Farbe müssen wir auf jeden Fall ein bisschen heller haben. Ja, so sieht das besser aus. Da habe ich ja die Steine schon quasi aus dem... oder die Farben, besser gesagt, aus dem Dryland Zoo schon. So, dann einmal schön gedreht den Lachs. So, ich würde sagen, wir machen das in dem Fall aber nicht so, dass wir wieder... So, machen wir dich in die Gruppe rein. Wir gehen jetzt auf Metall. Metall. Sehe ich gerade, dass geht das Gelände hoch. Oha, oha. Das Gelände ist abfällig. Das kommt mir natürlich nicht zugute. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen das hochhaben. Weil wenn das Gelände hier abfällig ist, können wir nachher das nicht schön ranbauen. Warum zieht das nicht hoch? Sonst kriege ich nämlich nachher das Problem. Das muss ich jetzt einmal kurz überprüfen, bevor wir jetzt hier großartig weiterbauen. Ich glaube, wir haben nämlich das Problem nachher, dass wenn wir die Kalkplatten hier reinlegen, da seht ihr nämlich, da haben wir das Problemchen. Das ist enorm abfällig hier. Das heißt, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ich bastel schon wieder zu lange hier rum. Guckt euch das mal an, wie das hier abfällt. Das geht eigentlich noch, ne? Ah, das geht noch. Das kriegen wir alles noch. Das kriegen wir, glaube ich, ausgeglichen alles. Und wenn, dann gehen die Männchen halt so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen da rein. Das ist ja nicht ganz so dramatisch. Die Kalkplatte lassen wir schon mal liegen. Die können wir uns nachher schön kopieren. Machen wir hier erstmal weiter. Und zwar wollte ich Metall haben. So, Metallbalken brauchen wir, da sind die doch. Da können wir jetzt ja, ne Quatsch, das ist eine 2 Meter Geschichte jetzt, oder? Ne, was rede ich denn da? 4 Meter ist doch richtig. So, den basteln wir hier schön ran. Das Ding ist doch schon nicht gerade, oder was? Das für Kram. Liebe Leute, was mache ich hier bloß? Ihr seht schon, es wird kritisch werden, aber auch nur wegen meiner eigenen Doofheit. Richten wir noch mal hier drauf aus.
Und dann halt keine Probleme mit dem Dach bekommen. Sonst haben wir nachher den Salat mit dem Dach. Ja, ihr könnt ja auf jeden Fall mal... Guck mal, jetzt passt das nämlich auch ein bisschen besser. Eben war das ziemlich abschüssig. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare auf jeden Fall reinschreiben, wenn ihr auch noch irgendwelche Herausforderungen für mich habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, von euch dort zu lesen. Wie gesagt, macht es auf jeden Fall gut spannend. Das muss schon knackig sein, sodass man das nicht so heute die Polter einfach schaffen kann. Beziehungsweise das schon eine Herausforderung ist, das dann nachher vernünftig zu haben. Alter, wir sind bei 17 Minuten. Ich muss zusehen. Nicht so lange schnacken wie jetzt. Alter Schwede, das... Hätte ich nicht gedacht, dass das so enorm lange dauert. Wir sind bei 17 Minuten, Leute. Ich bin über 10 Minuten schon am Bauen. Ich habe gar nichts geschafft. Ah, wo ist dieser alle Balken jetzt? Jetzt doof? Wo ist der Balken? Wo ist der Balken? Meine Güte. Ich hätte gedacht, ich habe noch mehr Zeit, aber leider wohl nicht. Also, heiliger Bimbam. Vielleicht sollte ich versuchen, nicht so schön zu bauen, sondern einfach schnell zu bauen. Aber das fällt mir immer schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will das vernünftig haben. Moderne Glaswand. Da brauchen wir die Viererwand. Oh ja, Jemine. Ich glaube, das wird schon in der ersten Challenge wird das schon nichts. Ich bin einfach zu langsam. Aber wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen, kriegen wir das vielleicht noch alles geregelt. So, das sieht soweit in Ordnung aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir das. Dann machen wir gar nicht viel Feinheiten da rein. Dann bleibt die Wand jetzt so. Die nehmen wir in eine Gruppe natürlich. Und dann duplizieren wir. Ach, das ist doch... Ja. Das ist immer scheiße, wenn das nicht im Raster vernünftig verschiebt. So, pass auf. Das machen wir jetzt ganz fix. Wir müssen schneller werden. Wir haben noch 15 Minuten. Die Hälfte der Zeit haben wir rum. Wir haben noch nicht ein Vivarium gebaut. So, pass auf. Hier machen wir da eine Säule noch rein. Das wird ganz gut werden, glaube ich. So, wir müssen ja im Prinzip auch nur 6 Vivarien hier reinbauen. Das ist also alles machbar. Mann, komm. Das wird nicht schön, aber selten. So, das fassen wir kurz in der Gruppe zusammen. Dann können wir das nämlich jetzt besser verschieben. Ja, wir haben schon viel zu viel Platz eigentlich damit verbraucht, die Häuser hier zu bauen. Alter Schwede, das ist wirklich... Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell straucheln mit der Zeit komme. Ich bin ein langsamer Bauer, definitiv. Da reißt die Maus keinen Faden ab, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell wird. 15 Minuten haben wir noch knapp. So, pass auf. Jetzt müssen wir... Jetzt muss schneller gebaut werden. Das nützt als nichts. So. Oh, das ist auch kein richtig schönes Haus, ne? Aber egal. So, pass auf. Wir holen die Vivarien mal rein. Die super Einrichtung. Vivarien. Da sind sie. So. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Platz hinkommen, dass wir hier, so wie ich das gedacht habe. So, da haben wir schon mal eins. Ist eigentlich auch dumm, dass wir da eine Glaswand gemacht haben, ne? Aber so war das eigentlich auch nicht geplant. Was haben wir jetzt hier das Problem? Achso, weil das Gebäude zu nah dran ist, ne? Oh, das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Das sieht auch nicht schön aus. Wir müssen uns von dem Raster mal verabschieden.
Ein neues Vivarium. Jetzt haben wir aber nur 5. Das sieht doch scheiße aus, ganz ehrlich. Nee, Leute, das geht nicht. Dann müssen wir... Nee. Du. Ihr müsst mindestens noch mal ein ganz schönes Stück zurück. Zack. So, wartet mal. Zack. In der Gruppe rein. Du. Wir müssen... Also, nee. Das muss schon... Ey, nicht so. Das muss schon ein bisschen ordentlich. Wir haben gleich nicht mehr viel Zeit, um ein Dach zu bauen. Das wird nicht schön. So. Ganz ehrlich, ich habe mir am Anfang überlegt, ich möchte ungern mit Rasterteilen bauen, aber ich glaube, meine lieben Damen und Herren, wir werden da nicht drum rumkommen, mit Rasterteilen zu bauen in diesem Projekt. So, jetzt brauchen wir eine Säule. Ist jetzt auch erstmal scheißegal. Kann man die einfärben? Ja, die kann man einfärben. Die machen wir braun. Das kostet die Welt, die kommt hier an die Seite ran. So, komm mal her. So. Das sieht doch mega sexy aus mit so einer Säule hier an der Seite, finde ich, oder? Was meint ihr dazu? So, auch da. So, die Vivarien. Weg damit. Oh, 12 Minuten. Leute. So, Vivarium. Was mache ich denn jetzt hier? Total verwirrt. Ich wollte eigentlich, dass man da auch noch ein bisschen drum rumgehen kann. Eigentlich, so war das zumindest der Plan. Vielleicht sollte ich den Weg erst machen. So, komm mal her. Kriege ich schon wieder keine 6 Stück hin, oder? Seien wir mal ehrlich. Kriegen wir da... Ach, warte mal, das müsste theoretisch... Nein, es passt nicht. Scheiße. Oder muss ich den Weg da wegnehmen? Wir haben doch eine Weganbindung nach da vorne, oder nicht? Wenn wir den Weg wegnehmen, kriegen wir dann wieder ein Vivarium hin. Da siehst du mal, guck doch mal, das läuft doch. Das läuft doch wie mein Mann seine. Zack. Aber da kriegen wir keins mehr zwischen, ne? Oder ist das auch wegen dem Weg jetzt? Oh, herrlich. Die erste Challenge schon voll verkackt. Ne, da kriegen wir keins mehr zwischen. Das ist doch scheiße. Mal wegnehmen. Weg den Rotz hier. Ach, Leute, das kriegen wir da nicht hin. Gut, dann müssen wir hier den Weg abmachen. Zack. Auch wenn das so eigentlich nicht geplant war, aber ist dann so. Weil dann kriegen wir hier auch nicht genug Vivarien hin, oder? Dann kriegen wir zumindest hier noch mal eins hin. Zack. Kriegen wir hier eins hin. Wir müssen hier noch eins in die Mitte kriegen. Das nützt alles nichts. Aber wir sind hier schon sehr dicht dran. Pass mal auf, das machen wir anders. Bruder, komm mal her. Dich wollen wir mal kurz bewegen. Hier in die Mitte. Zack. Und dann kopieren wir dich und jetzt hoffe ich. Na komm her. Dreck, Mensch, warum kriegt da keins mehr zwischen? Warum ist da eigentlich ein Weg? Der muss da weg. Dann kriegen wir da vielleicht nämlich noch eins hin. Das ist viel zu klein hier geworden. Und wir haben noch 9 Minuten, meine lieben Damen und Herren. 9 Minuten. So, das haben wir. Siehst du wohl. Einstellen. Wir brauchen erstmal Tiere. Tiermarkt.
Also Pferde zurücksetzen. Was haben wir denn so schönes? Da kümmern wir uns gleich drum. Alter, sieht das scheiße aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Dach. Ach man, scheiße. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten. Das wird hart, das wird hart. Dämmerung. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass ihr das geschafft hättet. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob ihr denkt, dass ihr in 30 Minuten ein größeres, schöneres, attraktiveres Vivarienhaus gebaut hättet. Oder ob ihr... Das ist ein Scheißstein. Oder ob ihr der Meinung seid, dass ihr das auch nicht hinbekommen hättet. Also, das heißt auch nicht hinbekommen hättet. Auch habe ich es ja nicht geschafft. Aber das wird schon echt haarig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist echt eine Hausnummer. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht ein bisschen simpler und schneller und so weiter. Wir müssen auch gleich noch die... 7 Minuten machen. Also jetzt kommt dieses Pfennigfuchsen hier wieder raus. Das darf denn nicht einfach so aussehen. Soll ja auch ein bisschen attraktiver sein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wir werden das nicht im Workshop hochladen. Das sieht ja katastrophal aus. Hier sieht er auch scheiße aus. Das muss irgendwie so... Leute. Nicht schön, aber selten. Oder wie sagt man dazu? Ja, auf Seafiding, ganz ehrlich, achte ich jetzt null. Ne? Das ist, glaube ich, aber den Leuten auch bewusst gewesen. Da packen wir gleich, glaube ich, noch eine Säule rein. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. So, wir müssen das hier auch nicht so richtig abdecken. Wobei, wenn wir schon dabei sind, können wir es eigentlich machen. Wie gesagt, da in die Ecke packen wir gleich noch so eine Säule. Die sahen, glaube ich, ganz gut aus. So, dann können wir dich aber noch ein bisschen verschieben hier. Leute, 6 Minuten. Die letzten 6 Minuten laufen gleich an. Das wird ein richtig schönes Haus, meine Damen und Herren. Also wirklich, das ist sensationell scheiße. Oh, herrlich. Ich find's gut. Macht Spaß auf jeden Fall. Freue mich schon auf die nächste Challenge. Wenn ich dann daran denke, was teilweise die anderen Leute geschrieben haben, da kriege ich jetzt schon Fracksaus, bin ich ehrlich. Aber da schauen wir mal in der nächsten Folgen, dann, was da noch so auf uns zukommt. Aber auf jeden Fall gefällt mir das Format, macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch auch bisher. Also, ist schon irgendwie witzig, muss ich sagen. So, ich will das noch einmal nach oben ziehen. Und ich glaube, ich hatte erst überlegt, ein schönes Glasdach zu bauen. Das schaffe ich aber, glaube ich, in 5 Minuten gleich nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir machen gleich ein schönes, akkurates Flachdach hier rauf. Warum hängt das jetzt da drin? Das ist nicht so schön. Komm her, du musst ein bisschen raus. So. Dann kopieren wir uns nochmal schnell die Säule von hier drüben. Knacken die nochmal hier ran. Holla die Waldfeder, meine Güte. Ach, wir müssen ja auch noch hier den Boden machen. Warte, das machen wir jetzt schnell. Dann sieht das nämlich gleich ein bisschen attraktiver aus, hoffentlich. Nicht so dunkel, ein bisschen heller. Ah, komm, nehmen wir den. So, da bin ich normalerweise auch immer so ein Typ, der das immer ganz genau haben will. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Wie gesagt, Seafighting. Nein. Oh, scheiße, wir müssen die Fläche gleich noch nach oben ziehen. Oh, ich hoffe und denke mal zum Glück nicht ganz so weit. Ja, Seafighting, wie gesagt, wird jetzt ist ein bisschen zweitrangig. Wir haben das andere Vivarium, das müssen wir auch gleich mal einbauen. 4 Minuten, meine Lieben, 4 Minuten. Das wird quick and dirty jetzt hier, der Rest, ganz ehrlich. Ein so unattraktives Haus, ey. Oh nee, das geht gar nicht.
Aber wie gesagt, Seafighting kann ich. Ups. Kann ich jetzt gerade keine Rücksicht drauf nehmen. So. Bruder, komm her. Zack, 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 zack. Du auch. Gut. Das Schlimme ist, wir haben noch nicht mal eine Eingangstür vorne drin. Aber das schaffe ich glaube ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt wäre nur mal die Überlegung, wie das regelwerkstechnisch aussieht. Darf ich die Tiere gleich noch reinholen, wenn die 30 Minuten um sind? Weil sonst glaube ich, wäre das hier nichts mehr. So, komm her. Eigentlich können wir uns das hier kopieren. Zack. Nein, nicht hoch und runter. Komm her. Zack. Das machen wir jetzt auch richtig schnell und dreckig. Eins. Zwei. Oh, das wird so unsauber. Das ist überhaupt nicht gut. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass mein Monk gerade schreit wie am Spieß. Der kriegt richtige Attacken gerade. Alter Schwede. Aber wir haben noch 2 Minuten. Gleich noch schnell, ganz schnell ein Dach drauf. Ich entscheide jetzt für heute ausnahmsweise mal, dass wir die Tiere gleich reinholen dürfen, außerhalb der Zeit sozusagen. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. So, jetzt brauchen wir noch ein schnelles Dach. In die Gruppe rein. Los, komm, geh in die Gruppe rein. Danke. So, wir brauchen ein Dach. Dann nehmen wir jetzt natürlich rasterfreie Sachen. Was haben wir denn? Wellblech. Wellblech sieht immer gut aus. Sieht das scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Quatsch, hier Rasterhöhe. Zack. Nein, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Nein. Scheißegal auf Seafighting jetzt. 1 Minute haben wir noch. 1 Minute noch. Das schließt hier auch nicht ganz ab. Aber da kann ich jetzt leider aktuell keine Rücksicht drauf nehmen. Micha, ich glaube nicht, dass du dir das so gedacht hast, ganz ehrlich. Und ich mir eigentlich auch nicht. Aber die erste Challenge, würde ich sagen, haben wir gleich geschafft. Die letzten 45 Sekunden, Leute. 45 Sekunden, der Hot-Button läuft sozusagen. Also ich muss das Dach noch zukriegen. Aber das sollten wir in 45 Minuten, Sekunden schaffen. 30 Minuten. Man denkt 30 Minuten, das ist lange Zeit. Nein, ist es nicht. Alter, sieht das scheiße aus. Sieht das scheiße aus, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich die Wände noch ein bisschen verzieren und so weiter, ne? Aber das kann ich knicken. 18 Sekunden, ich brauche nichts mehr weiter anfangen. Wir haben ein richtig tolles Vivarienhaus. Scheiße. Oh, geil, ey. Ja, hier guckt ein bisschen der Boden durch. Da kann ich aber jetzt leider ja auch nichts dran ändern. Alter Schwede. Ja, der Countdown ist abgelaufen, Leute. Wie findet ihr? Wie findet ihr es? Ich finde es super. Ich finde es total toll. Es ist richtig schön geworden. Ja, Leute. Erste Challenge. Wollen wir noch Tiere reinholen? Komm, das machen wir jetzt noch. Vivarienhandel. Ich bin vorhin auf Tierhandel gegangen. Ich trottel, ne? Eigentlich total doof. Was nehmen wir denn Schönes? Ich finde, wir machen das so ein bisschen auf Reptilienmäßig. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal einen Blauzungskunk. Wir nehmen eine brasilianische Spinne. Wir nehmen auch noch die Spinne von mir aus. Und irgendwas einfach mal reinklatschen. Und dann gucken wir mal, wie schön es aussieht. So, ich wollte gerade sagen, das können wir vergessen. Wir nehmen noch eine Schildkröte mit. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele wir haben. Ich glaube, wir haben 2 Spinnen. Ein Tier bräuchten wir, glaube ich, ne? Weil ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob da Männchen und Weibchen immer bei sind. Ist auch egal, glaube ich. So, fangen wir mal mit den gelben Anacondas hier an. Die kommen da rein.
Dann haben wir hier die brasilianische Spinne. Habe ich da nur eine? Nee. Die kommt da rein. Ja, wir haben keine Mitarbeiter. Ich stelle gleich noch schnell welche ein. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Zack. So, guck mal. Das Schöne ist, man kann da sogar durchgucken. Das ist doch richtig toll. Man kann auch hinten die Backstage-Bereiche sehen. Oh nein. Oh, wir haben ein Tier zu viel, glaube ich. Ja, wir haben eins zu viel. Na komm, nehmen wir hier noch die Dinger rein. Ja, wir haben keine Ärzte. Oh, guck mal, da kommen schon unsere Besucher. Die sind happy, glaube ich. Also wir haben schon einen Stern. Sehr, sehr schön. Pass auf, wir holen jetzt noch ein paar Leute rein. Tierpfleger muss natürlich sein. Zoopfleger, weil das war ja auch hier alles ordentlich. Und wir holen noch einen Tierarzt. Ja, ihr lieben Leute. Ja, nicht den idealen Feuchtigkeitsbereich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also die erste Challenge war knackig. Also ich habe es mir wesentlich einfacher vorgestellt. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Vivarienhaus mit... Haben wir überhaupt sechs? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit 6 Vivarien. Wir haben es geschafft. Es ist alles andere als schön. Aber, jetzt muss ich sagen, hätten wir vielleicht noch so 10 Minuten Zeit gehabt oder 15 Minuten, um ein schönes Dach zu bauen und vielleicht die Wege noch ein bisschen vernünftiger verkleidet hätten können, dann hätten wir vielleicht ein gar nicht so schlechtes Haus hier drin. Oder was meint ihr? Also grundsätzlich muss ich sagen, von außen echt pfui. Hier müssen wir natürlich auch nochmal zumachen. Ne? Aber ja, wir haben es geschafft. Es ist theoretisch ein Gebäude fertig. Leute, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was ich für euch vielleicht als nächstes bauen soll. In der nächsten 30-Minuten-Challenge am nächsten Sonntag um 10 Uhr hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, euer Badatz. Das war's für mich heute. Ciao, ciao.